Fläche abzuwickeln. Eine Möglichkeit ist, einzelne Verkehrsarten herauszunehmen. Passiert, ist auch schon länger passiert. Fußgängerzonen sind ein klassisches Beispiel dazu. Das funktioniert aber nur in, ich sage mal, sehr zentralen Lagen, wo einfach die Attraktivität allein durch die Lage schon gegeben ist, um eine gewisse Belebung auch hineinzubekommen. In den Randbereichen tut man sich da schon etwas schwerer und da ist, ich sage mal, auch Sonnenfelsplatz und auch die anderen Projekte, wie man sich ansieht, durchaus beispielgebend. Ich muss einfach mit diesem Raum auskommen und ich muss diesen Raum dann auch teilen. Und das ist, ich sage mal, auch ein Teil auch gewesen des Bürgerbeteiligungsprozesses. Wie kann dieser Raum geteilt werden? Wie kann man diese Akzeptanz schaffen? Wie kann man die Verkehrsteilnehmer und Bürger dazu gewinnen, da wirklich interaktiv miteinander umzugehen? Wie kann man das auch transportieren, diese Idee? Wie kann ich dort weitergehen? Wir haben in unserem Planungsprozess das Bürgerbeteiligungsmodell Charette gewählt. Ein sehr komprimiertes Verfahren, das innerhalb von einer Woche von der Grundidee bis zum fertigen Konzept quasi den gesamten Arbeitsablauf komprimiert. Charette kommt aus dem Französischen der Karin. Wenn man sich da ein bisschen im Hintergrund anschaut, das sind die französischen Studenten gewesen, die ihre Werke zur Universität gebracht haben, wo sie dann weiterentwickelt worden sind und aufgrund von Bürgern Verbesserungsvorschläge während des Transports.